Continue! Hallo! Der muss doch zu schaffen sein, das gibt's doch nicht. Wir haben diesen scheiß Drachen besiegt. Da muss doch Winter auch besiegbar sein. Alter! So, das mal lassen mit dem wegfliegen, das ist voll unfair. Ihr schon mal gesagt, Tommy. Friss! Friss! Ja, Feuer mag er nicht so gerne haben. Geht, ne? Ich meine, da ist ja auch Winter. Beziehungsweise er ist der Winter. Da ist ja nicht nur. Oh, nee. Wie ich runter. Oh, ist so geil, dass dein kleines Vieh die ganze Zeit auf ihn einprügelt. Ja, der ist echt furchtlos, ja, ne, der Lüttel? Ja, der ist ja, besteht ja aus Eis und Schnee. Dann kann auch ja, aber ich finde den schon ganz cool soweit. Der hat uns jetzt schon echt ein bisschen was an Schaden gebracht. Au, 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 au. Bra, au, au, au. Bra, au, 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 au. Aua. Ah, jetzt reicht's aber. Jetzt musste ich husten, das ist blöd. Ach, auf wen von oben? Ah, jetzt. Ai, ai. Das war ein Rücken. Ah, ai. Bitte nicht den Sound ausschneiden und für was anderes verwenden. Das wäre. Meinst du, das könnte missverständlich sein? Vielleicht ein bisschen. Ah, ich stehe im Schnee, egal. Also bei mir sieht es im Moment noch ganz gut aus, muss ich mal so sagen. Was macht er jetzt? Zu viel Information für mein Gehirn. Ich bin doch kein Japaner. Das hat mich mal mit seiner Hand da geboxt. Also er ist zwei Drittel ist er runter. Ja, das war ist bisher unser bester Run. Ja, sag's nicht zu laut, du bist ja gleich vorbei. Aua. Naja, dann wär's trotzdem immer noch unser bester Run. Ja, aber... Auch wenn er gleich vorbei ist. Oh, wäre halt schade. Weil, was könnte es eigentlich sein? Ja, jetzt hab ich's versaut. Alter! Achtung, Achtung, Achtung! Alter, Vorsicht, Faust! Runter, runter, runter! Oh, Alter! Nein! Das ist so mies! Das ist einfach nur unfair! Boah, ist das du kannst, hast aber keinen Platz, den Fäusten... Ich bin tot, tut mir leid. Ich weiß. Du hast auch keinen Platz, den Fäusten auszuweichen, ne? Und dann kriegst du nicht mal Zeit, auf ihn einzuprügeln, ne? Nee, ist recht. Nee, ist völlig recht. Boah! Oh, fuck, ey! Das war echt unfair. Das war echt unfair. Das ist echt eine harte Nuss, ey, der Kerl. Ja. Wir hatten es echt fast. Es hat vielleicht noch so ein Zehntel gefehlt, aber ja. Wenn er halt dann so eine Scheiße abzieht, dann... Ja, echt mal. Denkst du eigentlich, wer du bist? Ehrlich. Könnte meinen, du wärst irgendwie eine Gottheit. Bösewicht. Ja. Was war nochmal sein böser Plan? Er will die Welt in den Winter werfen oder so, ne? Ach, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Dr. Freeze-mäßig. Böse sein einfach. Wind! Lass das mit. Oh, den Wind. Ah. Ah. Dieser Wind ist. Mein kleiner Kollege. Ja, der haut die ganze Ich hab den so lieb. Der ist so cool, der Typ. Der haut die ganze Zeit auf die Fresse, das ist echt knapp. Ah, Oh! Oh Gott. Mann, das reicht ja jetzt auch. Es ist doch gut jetzt. Ja doch. Noch fünf. Ah! Okay. Hack. Kein Problem, hack. Kein Problem. Hack. Nehmt. Ah, ja, nee, alles. Alter, es tut mir auch leid, dass ich hier gerade keine unterhaltsame Unterhaltung fühlen kann, aber... Nee, das ist auch nicht so leicht, weil man muss sich echt konzentrieren. Vor allem, weil zwei Figuren auf dem Bildschirm sind und ich mich auch noch darauf konzentrieren muss, wer bin ich und wo muss ich hin. Ja, genau. So. Alter, das war ein schöner Crit gerade. Oh, oh. Scheiße! Ja, hier mega Zacken und Fäuste und alles und Oh nein. Wie viel hast du noch? 123. Das ist mir so viel. Ne, und du? 465. Jo, jetzt kommt wieder. Jetzt sind wir down. Das dürfte für dich gewesen sein. Ja. Das war's.
Aber das ist, macht's für mich einfacher, hier durchzukommen irgendwie. Ja, du hast ja auch nur noch so ein Fitzel. Alter, oh, Alter. Da bleibt stehen. Bitch, ey. Jetzt töte, töte, töte. Ja, der bleibt nicht lange stehen, das ist es ja. Nochmal den. Ah, nee. Jetzt. Lauf, lauf, ja, lauf, ja, lauf, ja, lauf, 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 lauf. Ja, jetzt macht er die Scheiße. Lass es. Ich lass es auch. Kein Risiko hier eingehen. Nein, nein. Wobei ich immer noch 394 Leben hab, ne? Also. Ja, aber du musst es ja, ja, ja nicht weiß. Übertreiben. Mach mal stehen. Oh, Scheiße, jetzt hätte ich retzen können. Ja, fuck. Egal. Oh, wieder. Alles auf einmal. Blöde Sau. Ey, lass das. Ja, aber ich muss ihn ja treffen können irgendwann. Nein, hoch! Ja, Flo, ich versuche es. Das ist zu viel Information für mein Gehirn, diese Scheiße. Weil mir das die ganze Zeit jetzt macht. Hoch, Alter, hoch. Ja, nee, ich stehe, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin, Alter. Das schaffe ich nicht. Ah, ah, komm, komm, töten. Komm, bitte. Bleib mal einen Moment. Oh, leck mich. Los! Scheiße, nein, scheiße, nein, scheiße. Nein, 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 ein Hit noch. Nein, zwei. Nein. Oh mein Gott, Gott, Gott. Nein. Oh. Leck mich, leck mich, leck mich, Alter. Ich sehe nichts. Ich sehe, ich bin gleich tot. Nein. Mich. Nein. So knapp, Alter. Leck mich. Ja, 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 ja. Es gilt, es gilt, es gilt, es gilt. Oh mein Gott. Es gilt. Es geht. Oh mein Alter. Gott. Alter, der Bildschirm ist schon dunkel geworden. Ja. Ich dachte, ich hab's nicht geschafft. Oh, diese dreckige Mann. Menschen. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen, aber ihr werdet in diesem Tempel keinen Sieg davon. Nee. Jo. Wenn ich schon sterben muss, dann nehme ich euch alle mit mir. Ja, ist recht. Ja, jetzt ist auch egal. Ja. So kalt. Achso, das war deine, ne? Ja, ich habe jetzt aber gar keine Lust. Hey, was ist denn jetzt los? Krasu? Nein! Winter, hör mit dem Wahnsinn auf! Hahaha! Kauert vor mir, ihr wertlosen Menschen. Verflucht euer Schicksal, während euer Blut zu Eis gefriert. Oh, jetzt wird's so badass. Ich sagte. Stop! In the name. Flop. Jo. Nani, war. Bist du das? Winter, bist du wieder da? Nee, es ist Frühling. Oh, Nani, war. Ich habe immer an dich geglaubt. Ich bin so froh, dich erblühen zu sehen, bevor ich Was? Gehen muss. Was meinst du, bevor du gehen musst? Das werde ich auf keinen Fall zulassen, Opa. Wir werden dich im Handumdrehen wieder zusammengefickt haben. Das Artefakt, all die Kraft, die es mir gab, musste ich doppelt zurückzahlen. Es schadet mir mein Leben und meinen Verstand. Aber wir haben gewonnen. Ich habe es Frühling werden lassen. Du kannst nicht sterben. Das ist nicht fair. Es ist nicht fair. Traure nicht um mich, Kind. Unfair ist, wie lange ich mich am Titel des Ältesten festgeklammert habe. Oh, Quatsch, Quatsch, blablabla. Es ist Zeit für mich, die Bürde der Herrschaft an jüngere Generationen zu übergeben. Lebe wohl, liebster Frühling. Mögen dir die Jahreszeiten gewogen sein. Ja, voll die Nuke. Explosion, alle tot. Voll der Nuke. Winter. Oh. Power Glove. Das ist Han. Nein, das ist Han-Chu. Nutzloses Insekt. Nicht einmal mit einer nützlichen Macht konnte er seinen Träumen wahr werden lassen. Du bist am Leben. Auf keinen Fall lasse ich Winter sterben, während du weiterleben darfst. Haha, was willst du machen? Mit Blättern auf mich werfen? Zum Beispiel. Jo. Au, au. Was? Du. Nani war Rasierblatt. Richtig. Das. Hör auf! Es hat keinen Zweck, Nani war. Antike Artefakte wie ich und dieser Typ sind nahezu unzerstörbar. Das Einzige, was wirklich hilft, sind riesige Truhen oder Ohrenstöpsel. Und schaff dieses Ding aus meinem Tempel und schnell irgendwo in deine Rückwelt und sein Vergnügen in seinen Herren Frühling. Warte, jetzt kommt schon. Menschenkind, ich habe ein Angebot für dich, das du nicht ablehnen kannst. Lege deine Hand in meine Hülle, werde mal dein ergebener Diener und lass diese erbärmliche Welt erobern. Unsere Herrschaft sei deine Ewigkeit, aber was sagst du, Junge? Zweites Artefakt im Beutel. Das läuft ja besser, als ich mir je vorgestellt hätte, zu sagen. Wir nehmen uns aus dem Weg, lass uns das Dorf zurück und eine Neuigkeit verkünden. Die Guten und die Schlechten. Wir dürfen weiterspielen. Yay. Ich habe null Lebenspunkte übrigens. Kein Scheiß.
Ich hab einen. Jetzt hab ich auch wieder einen. Eben hatte ich null. Geil. Das musst du erstmal. Oh. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Alter. Oh, das haben wir doch ganz gut gemacht. Alter, das war echt übel, ey. So wirklich in der letzten Sekunde den letzten Schlag noch rausgeknallt. Alter, ja. Das hatte ich auch noch nie. Na lieber, da bist du wieder. Was ist mit Winter? Er ist tot. Ja, ja. Jetzt kann ich dumme Stimme da haben. Ne? Ja, ist richtig. Ich schiebe das mal so ein bisschen, weil das interessiert mich. Ich weiß, was passiert. Obwohl ich die Story nicht kenne, weiß ich, was passiert gerade. Das ist... Ja, ja. Ja, du bist jetzt Frühling. Best Friends und herzlichen so. Glückwunsch. Das Ding ist ja, eingepackt. Genau. Warte auf andere Spiele. Warte auf andere Spiele. Ja, ich höre mir noch dieses Gequatsche hier so ein bisschen an. Jo. Und jetzt? Jo, jetzt. Bring das Artefakt zu deinem Vater zurück. Ah! Warte mal. Portal! Warte, hier ist ein Quest, hier ist ein Quest. Oh ja. Ich brauche hier mal einen Stangen, der man seht hier, als Winter in den Tempel der Jahreszeit verfolgt ihn mein Freund Missilo. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Mutig im Herzen, ist eine Belastung nicht gewachsen. Zurück in den Tempel gehen? Fick dich. Obwohl, machen wir das? Was ist denn hier jetzt eigentlich los? Machen wir die Nebenquest oder nicht? Nee, ich würde erstmal sagen, wir bringen den Scheiß zu unserem Vater zurück. Ich mache erstmal ein Portal auf. Und hindurch. Weil vielleicht kriegen wir episches Loot. Ja. Epischstes. Wieso sind wir war hier? War das hier? Nee, oh. Der ist doch in dem Dorf, oder nicht? Nee, der Vater ist doch hier Vorsitzender der... Adventure Guild. Ja. Oder der Doktor hier, der Scientist. Jo. Nee. Aber ich bezahle, hier, hoch und dann rechts. Okay. Was macht er denn da? Siehst du, da ist er. Ja, ich komme ja schon. Zwischensequenz! Sie ist unversehrt zurückgeschafft. Ich habe großes Vertrauen in euch beide. Aber ich kann nun mal nicht damit aufhören, ein Vater zu sein, wisst ihr? Okay, dann zeigt mal, was ihr gefunden habt. Ein Stock, Nee, das ist ein Handschuh. Guck mal, zwei Plätze sind noch frei. Warte. Und wer ist dieser Kerl? Ihr könnt nicht von mir verlangen, meine Tage neben so einem zweitklassigen Accessoire zu verbringen. Du wagst es, mich zu beleidigen, sieh dich nur an, geformt nach dem Ebenbild einer menschlichen Extremität. Es ist ekelerregend. Warum, du kleiner Mensch, beeil dich und rüste mich aus, damit ich dieses Ding zerschmettern kann. Das machst du. Ich hab den jetzt geskippt. Daran zu denken, dass etwas mit so dem Potenzial für so viel Gutes so viel Unheil anrichten kann. Da kommt der Sack. Wenn wir gerade von Potenzial für Gutem reden. Vielleicht ist es sein, du meinst schon, den Bürgern die Wahrheit über diese Dinge zu erzählen. Denk, denk, denk. What? Du bist... Er schreibt gerade. Ja, du hast recht, alter Freund. Ich der hatte gerade einen Schlaganfall, weißt du? Ich wollte das vorher nicht tun. Falls wir nicht in der Lage sind, sie zu finden. Aber jetzt, ich kann in meinen Knochen fühlen, dass, wir erfolgreich wären. Also gut, mein Sohn, bitte hör genau zu, was ich dir zu sagen habe. Ja. Es ist wirklich wichtig, dass du diese Artefakte gefunden hast, war kein Zufall. Ich habe meinen Einfluss als ranghoher Sammler verwendet, um sicherzustellen, dass ich eine Wagenladung Blaubeeren bekommen kann. Denn Blaubeeren sind gut für den Verdauungstrakt und alte Menschen wie ich mit schwarzen Haaren und fancy Emo-Haschen, aber trotzdem in der Brille, damit ich weiser aussehe. Und so eine Narbe auf der Ja, worauf ich hinaus wollte, ist gut, dass du es gefunden hast. Und unter dem Deckmantel der Wissenschaft konnte ich sie hier behalten und feststellen, wie auf wissenschaftliche Art und Weise, dass Blaubeeren gut für meinen Verdauungstrakt sind.
Anstelle, dass sie in Ivys Sammlung landen, ja, das will komm, natürlich keiner. Mal ein bisschen, und zusammen mit studierte ich alte Texte und Legenden, um herauszufinden, was die Artefakte sind und wo sie sich versteckt haben. Ich kann natürlich nur diese Legenden entziffern, weil ich alte Schrift kenne, weil ich alt bin. Wir haben das alles getan, um Buße für den riesigen Fehler abzulegen. Deshalb habe ich mir einen Flagellantenflegel gebastelt und meinen Rücken gepeitscht. Einer, der die Geschichte unserer Welt für immer verändert hat. Es war vor vielen Jahren, als seine Mutter und ich in den verborgenen Hort am Slankerz, wagten, einen schlafenden Drachen. 13 Jahre früher. Ja, da gathern die ordentlich Gold erstmal. Hey, Charlotte. Ja, sprich, dann mach du den jungen Papa. Moment. Hey, Charlotte, diesmal habe ich wirklich was Gutes gefunden. Sieh es dir an, Grasus erstes Schwert. Du machst Scherze, aber es ist auch irgendwie wahr, weißt du? Zwischen all diesen goldenen... Schatz, wirkt ein Holz wie der echte Schatz. Was? Scheuert du weit? Da liegt ein diamantenes Kackschwert drei Meter links und rechts auch. Ein dringlicher Gegenstand für unser klitzekleines Kind. Wie großartig. Eltern. Komm schon, Beutel. Kein Grund zu schmollen. Wir haben auch eine ganze Menge ausgewachsener Beute für dich gefunden. Tatsächlich. Moment. Tatsächlich einen ganzen Haufen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns zurückbegeben. Ich bin noch nicht emo. Ich bin sicher, der alte Joe hat bereits seine Hände mit Grasuk und seinen Freunden voll. Nicht schön, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns nur ein wichtiges Stück durch die Lappen gehen. Ja, die beiden Diamantschwerter. Ja. Aber wer bin ich? Das ja. Das schon überhaupt. Hey! Wie haben wir nicht gesagt, dass wir uns dem Drachen nicht nähern? Es ist sowieso nur irgendein altes Schwert. Dafür, dass du die stärkste Kämpferin bist, die ich kenne, bist du eine ziemliche Pessimistin, Charlotte. Keine Sorge, Beutel, ich pass schon auf dich auf. Die alte Eidechse da hinten wird nichts bemerken. Ja, jetzt zieh das Schwert raus, schnapp Charlotte weg. Nein, nein. Was tun? Wohin ist es verschwunden? Aber die Sprites sind ganz süß. Ja, die sind geil. Schau vor, deine Augen gehen jeden Morgen mit einem Blinken auf. Was tust du? Verschwinde von dort! Ich kann mich nicht bewegen! Yeah! Du Biest! Lass ihn gehen! Boah! 49.000 Damage! Jawohl! Super! Ich ist nur betont! Lauf jetzt! Hat er jetzt einen Arm weg? Nee, der ist noch dran. Na klar, doch, nee, okay. Nur so ein Stumpel. Oh. Jetzt bricht er erstmal ordentlich. Oh, das ist ein Kotzen. Alter, die ist hardcore badass, ey. Fette Sau. Oh Mann. Wir leben! Oh Mann! Für einen Moment dachte ich wirklich, dass es um uns geschehen wäre. Charlotte, bist du in Ordnung? Oh. Mach dir keine Sorgen. Mir ist nur ein bisschen warm. Weißt du, wie dieses Gefühl, was so einmal im Monat kommt? Ich muss mir ein Fieber oder so eingefangen haben. Mach doch bitte Frühstück für Kratz. Was? Ich glaube, ich werde heute im Bett bleiben. Plunk. Platsch. Charlotte, Liebling. Nein, ich hole Hilfe. Bleib bitte bei mir, obwohl ich weggehe. Dilu, that's so crazy how I am. Ba-da-da-da-da. Ja, so. Aber das auch. Ja. Ich habe es irgendwie geschafft, sie den ganzen Weg nach Evergreen zurückzutragen. Aber als ich hier ankam. Was? Bereits gespielt. Ich habe dir das. Ich habe dir das vorher nie erzählt, aber deine Mutter war dazu bestimmt, Großmeisterin in Gelb zu werden. Gelb wie mein Urin. Um es anders auszudrücken, Fehler hat dich nicht nur deiner Mutter beraubt, um mich meiner größten Liebe, den Blaubeeren,
Aber statt eines gütigen Anführers haben wir nun eine Diktatorin. Nur darin interessiert, alle Blaubeerbüsche auf dieser Welt zu vernichten, ihre eigene persönliche Kollektion zu erweitern und Blaubeeren. Es tut mir leid, ich wollte nicht so schlecht über Meisterin Ivy sprechen, aber verdammte Scheiße, ich mag Blaubeeren. Und ich bin sehr, du wunderst dich, was all das mit den antiken Artefakten zu tun hat, die du gesammelt hast. Naja, die sind beide blau. Nee, sind beide grün, aber naja. Gut, er ist alt. Wie du gesehen hast, eins nach dem anderen. Hä? Wirkt es, als würden die Artefakte nur erscheinen, um zu korrumpieren und zu zerstören. Aber wenn sich alle zusammen an einem Platz befinden, ja. Haben Sie die Kraft, jemanden von der anderen Seite wieder zurückzuholen? Ach, das ist ein Plan. Zombie-Mama. Vertrau mir, Balk. Das ist kein bewegter Märchen oder Seemannsgarn. Diese Dinge sind tatsächlich wahr. Indeed they are. Andererseits kannst du dir sicher vorstellen, was für Probleme wir hätten, wenn sie in die falschen Hände geraten würden. Deshalb müssen wir diskret sein, damit Ivy nicht Wind davon bekommt. Du darfst niemandem davon erzählen. Nicht mal Luke. Luke? Denn Anakin ist sein Vater. Er ist ein guter Junge und stark, auch wenn er nur noch eine Hand hat. Aber wir können uns kein Risiko erlauben. Nicht jetzt, denn der Todesstern muss noch zerstört werden. Wie auch immer, ich glaube, ich bin kurz davor, die Position des dritten Artefaktes festzustellen, aber ich brauche noch etwas mehr Zeit, denn ich bin alt und ganz schön müde. Da bald die Evergrind-Festspiele stattfinden, wird deine Hilfe bei den Vorbereitungen benötigt. Das könnte dir helfen, deinen Geist von den besorgniserregenden Dingen freizumachen, die ich dir gerade erzählt habe. Denk jetzt nicht mehr dran. Zum Beispiel meinen miserablen Stuhlgang und wie Blaubeeren mir dabei helfen. Und ich habe genug Zeit, unseren nächsten Schritt zu planen. Und ein paar Blaubeeren zu kaufen. Wenn du bereit bist, rede mit Quinton. Er gibt dir dann deine Aufgaben. Festspiele. Großartig. Ich platze fast vor Aufregung. Jo. Gefrorenes Mädchen. Talentorb. Ich krieg einen scheiß Talentorb dafür. Oh, hallo? Wir sind voll selten. Also, Freunde. Ja, super. Ja, toll. Toll. Richtig. Ja, freue mich richtig doll drüber. Ganz toll. Heroischer Schlag. Kann ich nicht, okay. Kann ich denn jetzt... Was pimp ich denn da mal? Ich christliche Trefferpunkte, ja. Warum nicht? Gut. Gut, sage ich. Und während des Aufladens eines Zauberspruchs erhöht sich deine Verteidigung 10%. Ja, das bringt mir aber nichts. Magische Debuff-Effekte zu erteilen um 15%. Die EP-Kosten von Beschwörungen, wenn deine EP unter 50% fallen, erhöht sich dein Mana um 10%. Puff. Gibt's so bei allgemein? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit beim Blocken um 10%, erhöht Bewegungsgeschwindigkeit beim Aufladen sämtlicher Fähigkeiten. Oh, das will ich. Ja. Mhm. Und jetzt müssen wir... Zu Quentin, der steht hier, aber das machen wir wirklich nächste Folge, denn die sind jetzt schon ungefähr fast eine halbe Stunde. Eine Million Jahre lang, ne? Ja, dann bis zum nächsten Mal. Okay.